Schönen guten Tag, willkommen zurück bei StarCraft Brood War, die Terraner in Episode 5, das Blut der Patrioten. Zwei Missionen haben wir noch bei den Terranern und dann haben wir auch das abgeschlossen. VD-Flaggschiff Alexander in einer Umlaufbahn um den Planeten Braxis. Ja. Admiral, die beiden flüchtigen Mengsk und Rainer sind aufgrund des Eingreifens der Zerg durch das Warp-Tor geflohen. Kurz bevor unsere Streitkräfte jedoch überrannt wurden, übernahm Vice Admiral Stukov den Befehl über ein großes Truppenkontingent und kam hierher auf den Planeten Praxis. Warum sollte er die Schlacht auf Io abbrechen? Warum ist er nach Praxis zurückgekehrt? Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Admiral. Aber vielleicht war Stukovs Loyalität doch nicht so stark, wie Sie immer geglaubt haben. Ich werde diese Beleidigung überhören, Lieutenant, weil sie jung und hitzköpfig sind. Alexei und ich waren schon Freunde, lange bevor sie überhaupt geboren wurden. Wie dem auch sei, wir müssen ihn finden. Wenn Stukov hier ist, wird er seine Handlungsweise erklären. Admiral, unsere Sensoren haben auf der Planetenoberfläche, und zwar direkt unter unserer jetzigen Position, einen voll funktionsfähigen Psi-Disruptor entdeckt. Wie es scheint, hat der Vice Admiral entgegen den Befehlen den Psi-Disruptor auf Tarsonis doch nicht zerstört. Was? Unmöglich. Ich habe Sie gewarnt, Admiral. Stukov hat Sie hintergangen. Er hat den Psi-Disruptor wieder repariert, um Ihre Mission in diesem Sektor zu sabotieren. Ich kann das einfach nicht glauben. Aber die Beweislage ist klar. Alexei, was hast du getan? Vielleicht hatten Sie tatsächlich recht, Lieutenant. Ich befehle hiermit, gehen Sie zum Psi-Disruptor und verfahren Sie mit dem Vice Admiral, wie es die Situation erfordert. Natürlich, Admiral. Ja, ein bisschen Klartext ist hier unten. Finden und töten Sie Vice Admiral Stukov. Duran muss überleben. Ciao. Ach Mensch, ey. So ist es immer mit diesen ganzen hinterhältigen Sachen und so. Sie haben die Tür verschlossen. Leg die Bombe. Oh. Ah, haben wir jetzt eine Figürchen-Only-Mission hier? Das finde ich ja schön. Wir sind drin. Der Raum ist sauber. Das ist schön, wie die Space Marines auch selbst wie Raynor klingen. Ist super. Ah. Kann ich irgendwie behilflich sein? Die kann ich nicht steuern. Nur ja, die. Captain. Sofort. Jetzt kann ich sie steuern, okay. So viel dazu. Ja, Captain. Schön. Wir haben eine Mission ohne Basisbau. Finde ich ja mal wieder gut. So zwischendurch kann sofort. Man das immer gut machen. Genau. Finde ich. Natürlich. Ich habe aber den Eindruck, dass es da insgesamt im Original StarCraft mehr von gab. Wobei, natürlich. Wenn das jetzt hier die zweite schon ist für die Terraner. Wie funktioniert das verdammte Ding? Computer? Suche Admiral Stukov. Zugangscode nicht korrekt. Oh. Erledigt. Genau. Erledigt. Ich hasse Computer. Klappt super. Sofort. Natürlich. Ach, Rainer. Nee, oder ach, Marine. Sofort. Ohne Computer wärst du jetzt nicht hier. Erledigt. Genau. Für mit Spiegelung sofort. Hier. Ein Träumchen. Was gibt's? Wo ist Stukov? Kein Wort zu diesen Verrätern, Tom. Helft mal ein bisschen nach, Jungs. Hilfe! Nix Hilfe. Sofort. Als ob hier geholfen wird. Nicht hier. Nee. Die müssen überleben. Genau. Die müssen aber ganz massiv überleben, hier die Sanitäter. Ich darf die nicht alle nach vorne schicken, ne? Ja, Captain. Der Kerl darf gerne auch eine eigene Gruppe bekommen. Muss man ein bisschen sinnvoller machen hier, so. Beziehungsweise, ich kann ja allen verschiedene Gruppen zuweisen, ne? Mal so gesehen. Also mehrere gleichzeitig, das ist super. Natürlich. Das macht es tatsächlich ein bisschen einfacher. Genau, sofort. Natürlich. Ja, Captain. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man die quasi schnell genug aufhält. Ob die da quasi keine Hilfe holen können oder sowas in der Art. Das wäre mal interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob man da so wirklich was dran machen könnte. Ob man überhaupt alle umhauen muss. Die hätte ich wahrscheinlich nicht umhauen müssen.
Vermute ich mal. Hier steht Taste drücken. Na toll. Und welche Taste soll das sein? Überwachungskameras aktiviert. Reparaturdock für Goliath in Sektor 4 befunden. Wenn wir da rüberkommen, können wir vielleicht einen von diesen Goliaths klauen. Ja, Captain. Die Marines haben so keine Ahnung. Ist toll. Kann ich irgendwie behilflich sein? Genau. Die haben so ziemlich überhaupt keine Ahnung, wie das, mal ganz, wie das mit der ganzen Technik genau. Und sowas funktioniert. Das ist toll. Kann Stukov etwas Besonderes? Er kann tarnen und Stopper machen. Okay, muss ich mal ein bisschen dran denken. Ich denke mal gerade, das mit dem Tarnen, das könnte noch interessanter werden. Dass man sich um Rand schleichen muss. Ich glaube, Detektoren gibt es hier nicht so knalle viel, oder? Bei den Gegnern. Sah zumindest gerade mal nicht so aus. Dass man jetzt irgendwie... Natürlich. Viel irgendwie entdeckt werden würde. Ich speichere mal kurz. Wie immer. Also genau. Wie mittlerweile immer. Geht ja schnell, ne? Ich glaube, es gibt auch eine Schnellspeichertaste, aber naja. Es gibt eine ganze Menge, wenn man es drauf anlegt. Genau. Ja, von der Energie hier, das passt auch lange, ne? Ich weiß noch nicht, ich weiß noch immer nicht so ganz, wie das mit der Wiederherstellung genau funktioniert. Ich meine, heilen. Fürs Heilen ist ja das Heilen da. Was Wiederherstellung ist, keine Ahnung. Zugangscode nicht korrekt. Was? Hey, wer spielt da an den Computern rum? Du bist selber nicht korrekt. Gib mir den verdammten Zugangscode, bevor ich meine Kinderstube vergesse. Von mir erfährst du kein Wort. Natürlich nicht. Ich sag's ja schon. Es heißt Vornham. Zugangscode korrekt. Danke. Fisch. Und trotzdem ist er tot. Überwachungskameras aktiviert. Aufenthaltsort von Vice Admiral Stukov, Sektor 8. Aber ist es mit dem Goliath dann optional gewesen, oder wie? Okay, wir wurden da einfach hingeschickt jetzt hier. Rein von der Optik. Ist es optional? Ist halt die Frage. Hier komme ich... Naja, wir können mal gucken, ob wir da hinkommen, wenn wir hier lang gehen. Hier kommen wir her, hier waren wir noch nicht. Ja, sieht so aus. Wird erledigt. Wäre schön zumindest, wenn wir das hinkriegen. Diese Goliaths sind genau das, was der Doktor verschrieben hat. Macht, dass ihr rüberkommt und ab hinter das Steuer. Cyberringlinge, alarmiert die Goliath-Piloten. Natürlich. Ist halt die Frage, ne? Wie genau kann ich die Dinger jetzt übernehmen? Achso, einfach gegenlaufen. Okay. Genau. Okay, wie immer. Natürlich. Ey, ja. So. Habe ich jetzt Leute schon verloren? Scheint mir so. Jetzt hätte ich schon ein paar Verluste gehabt. Das finde ich gar nicht mal so verlustig. Hätte ich die alle aufhalten können, hätte ich die auch noch mitnehmen können hier. Ich bin da. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber es kann sehr gut sein. Ich hätte gerne noch mehr gehabt davon. Wenn wir schon hier normale Soldaten verlieren, dann hätte ich auch gerne davon mehr. Ich habe jetzt 3 Stück. Naja. Ne, ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal okay. Was haben wir hier noch? Genau. Natürlich. Nichts. Sofort. Toll, toller Raum. Genau. Bringt total viel. Sofort. Genau. Natürlich. Keine Ahnung, ob ich die umhauen muss. Aber wer weiß. Sofort. Genau. Letztendlich. Komm mal mit dem BBF hier rüber und repariere unsere Goliaths. Ah. Nicht schießen, ich tu's ja schon. Praktisch. Natürlich. Ah, das kann ich jetzt sogar direkt mitnehmen hier und benutzen. Das ist ja super. Dann hätte ich gerne noch mehr Goliaths gehabt. Wenn das so ist, dass man die auch mitnehmen kann hier. Dann hätte ich aber gerne sehr viel mehr davon gehabt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das genau geht. Aber es wäre zumindest schön gewesen. Ich halte mal ein bisschen zurück hier, ne? Bitte überleben. Ja, sieht gut aus. Der Tod ist in erster Linie auf der anderen Seite. Ich finde es ein bisschen albern, das sind riesige Räume und zwischendurch steht mal ein so kleiner Greifarm rum. So richtig sinnvolle Sachen machen die eigentlich nicht hier gerade mal. Aber es ist halt so, ne? Das ist, würde man hier alles sinnvoll und vollhauen. Man bräuchte nie so eine riesige Basis hier, wenn man da für die paar Geräte, die hier drin stehen. Ah, sieht natürlich cooler aus. Man hat dann natürlich ein bisschen was, wo man durchschreiten kann. Das Level wäre sonst ein bisschen sehr winzig klein. Genau. Na, mal so gesehen. Natürlich. Sofort. Genau.
Wird erledigt. So. Befehle, Captain. Was brauchst du? Ich frage mich gerade mal ein bisschen, wo jetzt quasi der Übergang wäre von dem, wo wir eben hätten langgehen können und von dem, wo wir jetzt sind, ob es einen Zusammenhang gibt. Und da gibt es einen Zusammenhang. Hier oben ist er. Hab's gefunden. Hat sich erledigt. Oder? Kann man hier durchgehen? Nö. Okay, dann doch nicht. Hat sich das doch nicht erledigt. Aber hier, wir waren da. Hätten die einfach nach unten gehen können wahrscheinlich. Oder müsste ich da jetzt ganz zurück, um alles zu erkunden hier, oder wie ist das? Kann ich nicht alles mitnehmen hier? Ohne Umwege? Das wäre ein bisschen gemein. Aber gut, so ist das Leben manchmal. Manchmal ist es gemein. Keine Ahnung, wo ich auch die Mineralien her habe. Zum Reparieren. Hatten wir vorhin ja nicht. Haben wir anscheinend was bekommen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin ein bisschen skeptisch. Natürlich. Was hier noch alles auf uns zukommen wird. Ob das, was ich hier jetzt habe, ob das wirklich reichen wird. Sofort. Genau. Und wir sind sehr in der Nähe von dem, von unserem Zielort. Von daher, wir haben die ganze rechte Hälfte von der Karte noch überhaupt nicht benutzt. Was brauchst du? Da darf man auch ruhig ein bisschen skeptisch sein. Warte mal. Natürlich. So, kaputt. Sofort. Der ist gut, der hier, ne, der Kerl. Wie heißt er? Duran. Der macht es gut. 25 Schaden. Oder 26 Schaden. Ach, das ist schon mal okay. Sofort. Genau. Wobei ich seine Fähigkeit bisher noch gar nicht benutzt habe. Das ist ein bisschen albern. Ich speichere nochmal ab hier, wo wir schon bei albern sind. WWF kommt mit. Kann leider nichts bauen. Gar nichts. Was aber auch erklärbar ist, weil dafür würden die Ressourcen absolut nicht reichen. Und es gibt auch keine Mineralienfelder oder was, dass wir neu uns holen könnten. So, einmal kurz reparieren den Kram. Da sind noch so ein paar Leutchen. Mal gucken, ob der Kerl abhaut. Gehe ich mal fast von aus, dass wir da gar nicht so schnell rankommen. Oder so gut, oder überhaupt. Kann ich mir gut vorstellen, dass er da einfach sagt, no, hier, ich bin nur mal weg. Kann ich irgendwie behilflich sein? Wird erledigt. Erstmal mit dem Warp-Knoten. Nein, Warp-Knoten nicht. Das ist einfach nur ein Aktionspunkt in dem Sinne. Oder? Weiß Admiral Stukov, ich habe Befehl, Ihr Kommando hier zu beenden. Lieutenant Duran, das überrascht mich nicht. Wir wissen doch beide ganz genau, was Sie hier beenden sollen. Machen Sie schon. Gute Nacht, Stukov. Zum Teufel mit... Lieutenant Duran, was ist los bei Ihnen? Gerard, alter Freund, es gab tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen. Aber das war nicht ich. Es war Duran. Er hat uns von Anfang an gegeneinander ausgespielt. Er hat dich dazu überredet, den Psi-Disruptor zu zerstören, obwohl wir mit ihm das beste Mittel in der Hand hatten, die Zerg zu besiegen. Und dann, auf Ayur, hat er es den Zerg ermöglicht, uns zu überrennen, obwohl wir die Flüchtlinge schon fast hatten. Ich bin hierher gekommen, um den Disruptor zu aktivieren, denn er ist unsere letzte Hoffnung, die wir in unserem Kampf gegen diese Kreaturen noch haben. Und du hast mich dafür getötet. Duran ist dein Feind, Gerard. Ich nehme an, dass er vielleicht sogar auch infiziert ist. Benutze den Disruptor, Gerard. Bringe unsere Operation zu Ende. Ich bitte dich. Dann hat mein Tod wenigstens irgendeinen Sinn gehabt. Alexei! Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Computer, wo zum Teufel ist Lieutenant Duran? Der Lieutenant kann von meinen Sensoren nicht mehr registriert werden, Admiral. Er scheint verschwunden zu sein. Nein. Ich fand's ja gerade mal lustig. Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Oh. Sir, der Energiekern des Disruptors wurde gerade auf Überladung gestellt. Um ein Schmelzen zu verhindern, müssen Sie den manuellen Notschalter erreichen und den Reaktorkern abschalten. Das muss Duran gewesen sein. Männer, ihr habt dem Vice Admiral treu gedient. Ich bitte euch jetzt, sein Andenken in Ehren zu halten
indem ihr eine Explosion dieses Disruptors verhindert. Los jetzt! Sucht dieses Notfallterminal! Ja, und das wäre dann auch, warum hier die Map erst zur Hälfte bisher benutzt wurde. Was ich gerade mal lustig fand, natürlich ein höchst schmerzvoller Monolog, den er da gehalten hat. Das waren Emotionen pur. Und erst als er fertig mit Reden war, ist er in einer ziemlichen Explosion zerlegt worden. Das war schön. Hat es einfach mal Platsch gemacht. So, habe ich jetzt hier... Das sind alles Kumpels, ne? Sehr gut. Oh. Ja. Es ist schön, dass es da ist. Herrlich. Leider ist die Gruppe jetzt, mittlerweile zu voll. Als dass ich alle Leute hier gleichzeitig mitnehmen könnte. Ah gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das heißt, wir müssen dann nach sehr viel weiter nach rechts. Die Anlage durchbrochen. Empfange zahlreiche Zirksignale aus dem Inneren des Psi-Disruptors. Was zum Teufel? Wie sind die Zirk hier reingekommen? Captain, ich glaube, wir haben hier ein riesiges Verseuchungsproblem. Das beweist, dass Duran mit den Zirk zusammenarbeitet. Captain, lassen Sie sich von keinem Zirk aufhalten. Jetzt brauchen wir diesen Disruptor mehr denn je. Okay. Lass uns nicht aufhalten. Hatte ich eh nicht vor. So, alle mal runter hier. Ich hätte wahrscheinlich oben bleiben sollen. Wobei, es geht doch so. Bisschen nach hinten ziehen. Ach nee, immer diese Verluste. Finde ich gar nicht so lustig. Das hätte man verhindern können. Ich hätte den ein bisschen früher wegziehen können vielleicht. Hier waren wir noch nicht, ne? Die kommen ja extra von hier oben. Und wehe, die kommen hier gleich die Treppe runter. Okay, doch nicht. Ah. Okay. Wie auch immer hier die ganzen Sachen... Also nicht wie die angeordnet sind, die ganzen Räume, sondern warum die so angeordnet sind. Eigentlich höchst sinnfrei, aber so ist das Leben halt. Ansonsten würde hier alles realistisch sein. Es würde das ganze Spiel irgendwie nicht aufregend genug machen. Oder halt würde den Sinn des Spiels ein bisschen verfälschen. Oder die Level, wie die Level halt aufgebaut sind. Jetzt sind das plötzlich meine, super. Wir haben plötzlich Freunde. So, sind alle repariert? Nein. Welcher ist kaputt? Der. Das ist zwar nur ein bisschen was. Aber wer weiß. Achso. Es kann immer sein, dass diese paar Lebenspunkte entscheidend sein werden. Musste ich hier gar nicht hoch, oder was? Nee, ah, stimmt. Hier unten ist auch noch was. Wie gesagt, die Laufwege, die stehen sich sehr erfolgreich im Weg, stellenweise. Aber gut, so ist das Leben halt. Manchmal muss man sich im Weg stehen, um voranzukommen. Oder so ähnlich. 10 Minuten haben wir nur. Stelle ich gerade mal fest, da oben läuft ein Timer. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Oh. Es ist immer schön, wenn die Kamera dahin zoomt, aber dann nicht wieder zurück. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Da denkt man sich, ja, Moment. Ich würde gerne was machen. Ach, ich kann was machen. Aber müssen wir da oben wirklich an den Viechern vorbeikommen? Mal so gesehen. Oder sind die einfach nur Deko dann? Kann man die umgehen? Vielleicht. Oh. Die sind sehr viel uncooler. Ja, schön. Ist mein WBF kaputt? Mein WBF ist kaputt, verdammt. Ah. Ja, so viel zur Falle. Klappt super. Ich glaube, mein WBF ist ziemlich Schrott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Also so richtig überhaupt gar nicht gut. Weil das habe ich eigentlich... Gut, das ist ja so wahnsinnig viel, habe ich das auch nicht benutzt. Aber jetzt ist der Goliath halt halb down, ne? Von daher ist es eher uncool. Sir, sieht so aus, als wäre dieser Korridor zur Verteidigung mit automatischen Geschützen ausgerüstet. Wow, überraschend. Wenn Sie hier reinlocken können, werden Sie
sie davon in 1000 kleine Teile zerlegt. Wie überraschend, dass hier plötzlich Geschütze sind. Hätte man ja nie drüber nachgedacht vorher. Soll ich die denn hier reinlocken? Wie weit ist am sinnvollsten? Die sind hier oben, ne? So. Ein bisschen zurückziehen. Halt. Warum bewegen sie sich nicht mehr? Na gut. Das war ein bisschen uncool. So, ein bisschen zurückziehen hier. Läuft. Warum auch immer die sich denn nicht bewegt haben. Ja, yeah. Natürlich, was auch sonst. Jetzt sind hier keine mehr, ne? Aber muss ich dann trotzdem noch... Na gut, ich muss wahrscheinlich hier oben ran. Sonst wäre das recht sinnlos gewesen gerade. Ja. Und hoffentlich überleben sie. Wiederherstellung, ja. Ich muss mal gucken. Es sollte ja eigentlich keine... nicht mechanischer Natur sein. Also, dass man die dann herstellen kann. Das wäre sehr, sehr seltsam. Oder? Nö. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Oder ist es mit Energie gemeint? Weil wir ja nichts haben, was Energie bräuchte. Außer die selber. Und die selbst sollen sich da nicht wiederherstellen. Oder sollte nicht sein. Da müssen wir innerhalb der Zeit hin. Das ist vielleicht ein bisschen... Was? Och, nö. Ah, ich habe gar nicht aufgepasst. Das war uncool. Dass sie explodiert sind. Sehr uncool. Ich hoffe mal, es geht trotzdem. Ich hoffe mal, ich finde noch mal Kumpels. Falls es gerade mal nicht so aussieht. Doch, 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 doch. Sehr gut. Kommen Sie mit. Ah. Ah. Das ist ja. Wobei, die kriege ich zwar alle, aber die werden auch gleich sehr schnell sterben, glaube ich. Fürchte ich mal. Zumindest ein paar davon. Weil meine Heiler machen das gut. Die machen das echt gut. Okay, so viel zu meinen Befürchtungen. aber ich muss schon nach unten, ne? Wie war's, armer Johnny? Wer ist Johnny und wer ist hier arm? Ich weiß es nicht. 3,48 haben wir dann noch. Mal gucken, wie das da aussieht mit dem Runtergehen, ob da unten noch wesentlich was sein wird. Ach, jetzt kommen wir von oben. Aha, hä, wo kamen die? Also hatten die sich vergraben gehabt. Weil ich nicht weiß, wie man sich in so einem Metallgestänge hier vergraben soll. Mal so gesehen, das kann funktionieren, keine Ahnung. Aber wer müssen sein? Eigensinnig. Das geht erstaunlich gut. Ich werde nochmal speichern, ich werde es aber auf dem nächsten speichern, weil falls die Zeit nicht reicht, dann möchte ich das gerne... sinnvoll irgendwie wiederholen können. Wobei wir gar nicht mal so weit entfernt sind, das geht schon mal. Wobei natürlich Umwege jetzt gemacht werden. Natürlich. Natürlich werden welche gemacht. Ach nee. Ich habe jetzt leider nichts zum Beobachten, ne? Die haben sich schon vergraben hier. Und da haben sie ziemliche, ich will nicht sagen Schmerzen, aber Verluste. Die Goliaths haben wohl keine Schmerzen. Aber letztendlich muss ich einfach nur noch durchkommen. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Die Sanitäter sollten nur überleben. Das müssten sie sich nur mal kurz gegenseitig heilen. Ja, funktioniert gut. Ha, ist trotzdem ein bisschen brenzlig. Uncool. Ja, geht aber. Das läuft. Das läuft. Warum auch immer die gegenüber drehen, sind hier die ganzen Ventilatoren. Hätten sie nicht alle in eine Richtung drehen können? Das hätte es einfacher gemacht. Beziehungsweise hätte es überschaubarer gemacht. So. Abschaltsequenz des Reaktorkerns aktiviert. Gute Arbeit, Captain. Ich will, dass dieser Psi-Disruptor rund um die Uhr unter voller Energie steht. Außerdem werde ich zu seinem Schutz eine Garnison hier lassen. Machen Sie die Flotte zum Abflug bereit. Wir werden nach Char fliegen und uns diesen verdammten Overmind schnappen.
und möge der Himmel Duran beistehen für das, was er heute getan hat. Yay! Eine Minute noch gehabt, eine Minute und eins, um genau zu sein. Fantastisch! Schöne Mission. Hat mir Spaß gemacht. Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel darin versagen konnte, Geld auszugeben und irgendwelche Produktionsgebäude zu bauen. Vielleicht, weil ich da einfach nicht spontan und überfordert gewesen bin. Zähmung der Bestie machen wir beim nächsten Mal. Halt, stopp! Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Und wir schauen uns dann das Finale der Terraner das nächste Mal an hier. Und danach kommt dann noch die Zerg mit Madame Kerrigan. Bis dahin, vielen Dank und ja, tschüss.